Deswegen halte ich auch so dieses Mikrofon, weil ich habe so ein Gefühl, so wie als würde ich ein bisschen interaktiv mit euch, weißt du, so handeln. So. One job too much. Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan. Und Leute, heute in diesem Video geht es darum, warum ihr mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahren solltet, anstatt mit dem Auto. Ich habe mir sogar gerade hier wirklich ein paar Gedanken gemacht, Leute. Und da sind mir ein paar knackige Punkte aufgefallen. Jungs, glaubt ihr, das würde die interessieren? How about now? Ja, genau. Aber ich bin optimistisch, Leute. Punkt Nummer 1, warum ihr mit dem Fahrrad fahren solltet, ist ganz einfach, Leute. Ihr spart euch eine Menge an Geld. Vor allem bei den aktuellen Spritpreisen. Man hat keine Chance eigentlich mehr, ohne mit blutendem Herz auf die Arbeit zu fahren, weil wir kratzen gerade an der 2-Euro-Grenze. Und Leute, da kostet wirklich jeder Kilometer einfach ekelhaftes Geld, muss man so sagen. Und ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Ich glaube nicht unbedingt, dass es gerade besser wird. Punkt Nummer 2. Ihr könnt den Stau vermeiden, beziehungsweise könnt einen Stau umfahren. Da ist meine stilistische Fahrweise vielleicht nicht sehr vorteilhaft, weil manchmal, wenn ich Fahrrad fahre, dann fühle ich mich so, wie als würde ich ein GTA fahren. Nicht wirklich den Straßenverkehrsordnungen nachgehen, deswegen nicht sehr vorteilhaft. Aber ich weiß nicht, warum ich so Fahrrad fahre. You stupid! Warum habe ich das eigentlich gerade erzählt? Eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, dass ich dieses Video jetzt so aufnehme, obwohl mir vor einer Woche mein Mountainbike geklaut wurde. Trotz, dass mir ein Mountainbike von der Woche geklaut wurde, empfehle ich euch, euer Fahrrad trotzdem für die Arbeit zu nutzen. Vielleicht könnt ihr es ja woanders abstellen. Und es heißt auch nicht nur, weil mein Fahrrad geklaut wurde, dass nicht auch vielleicht euer Auto geklaut werden hätte können. Denn kurze Story, bei mir war es so, 2017 sind wir nach Italien gefahren, mein Dad, ich und noch ein Kollege. Und wir waren zum Mittagessen bei einem Kumpel von uns, der hat eine Pizzeria in Mailand, waren wir da eingeladen zum Essen, haben unser Auto ganz normal am Dom abgestellt, waren Pizza essen, ich komme wieder zurück, auf einmal war das Auto weg. Einfach dieses komplette Auto mit allem, was wir drin hatten, war weg. Nur unser Portemonnaie mit unseren Dokumenten lag nebendran auf dem Briefkasten. Da wussten wir, alles klar. Nächster Punkt, warum ihr mit dem Fahrrad fahren solltet. Ihr spart euch im Grunde genommen euer Beintraining, euer Fitnessstudio oder stärkt einfach eure Fitness und somit natürlich auch euer Immunsystem, was einfach ja, ganz klar für sich spricht, wieso ihr mit dem Fahrrad fahren solltet. Denn wer hier ein paar krasse Oberschenkelmuskeln und Ausdauer haben möchte und aber keine Zeit hat, noch irgendwie extra Sport zu machen, der sollte anstatt das Auto nutzen, auf das Rad steigen. Wichtiger weiterer Aspekt, den man betrachten sollte, ist natürlich unsere Umwelt. Ich glaube, jeder von euch hat mittlerweile mitbekommen, dass der Klimawandel ganz schön voranschreitet, dass es immer mehr Überschwemmungen gibt, immer mehr Gletscherschmelzungen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine Katastrophe, was gerade auf dem Planeten einfach abgeht. Und wenn ihr Fahrrad fahrt, sorgt ihr natürlich dafür, dass der Klimawandel nicht gerade beschleunigt wird, sondern tut dem Ganzen eher was Gutes, nicht nur für euren Körper, sondern auch für Mutter Natur. Weißt du, warum ich es liebe, hier oben zu sein? Ich sag schon. Hier oben fühle ich mich frei, Bruder. An keinem anderen Ort in dieser beschissenen Welt bin ich so lebendig. Und weißt du wieso? Weil ich nicht da unten bin. Letzter Punkt, Leute. Ihr wisst, ich muss doch ein bisschen hier immer so einen auf Coach machen. Und ihr baut eine Routine auf, beziehungsweise bildet auch Disziplin oder entwickelt eine Disziplin. Weil wenn ihr routiniert jeden Tag auf die Arbeit mit dem Rad fahrt, dann habt ihr schon mal auf jeden Fall eine Routine, die viele erfolgreiche Menschen machen. Okay. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dazu motivieren, bei gutem Wetter oder so auch mal aufs Rad zu steigen, muss ja nicht direkt bei schlechtem Wetter sein. Und ja, Leute, ich würde sagen, schaut euch einfach
das nächste Video an. Keine Ahnung, was euch hier YouTube vorschlägt. Und in dem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Peace out.